Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Jigs of Time. Es geht wieder weiter hier in der Gerudo-Festung oder ja, Gerudo-Festung ist richtig. Ich habe mal die letzten Noten und Puzzleteile zusammengetragen, wie wir die jetzt hier finden. Also an sich fehlen uns ja nur noch 5 Puzzleteile und zwei Puzzleteile und 5 Noten. Genau. Und die Noten sind ein bisschen mies versteckt tatsächlich. Da, ja, ich hätte mich ein bisschen besser umgucken können, aber ja, die sind hier oben drauf. Und da hinten ist sogar noch ein Mumbo-Schädel. Das heißt, wir haben jetzt alle Noten. Das ist schon mal ziemlich geil. Und ja, die letzten zwei Puzzleteile sind auch, ja, relativ mies versteckt, sag ich mal. Also da hätte ich auch drauf kommen können. Es gab auf jeden Fall Hinweise. Aber leider musste ich mit Hilfe herausfinden, weil ich bin doch ein bisschen länger herumgeirrt und hab danach geschaut. Auf jeden Fall sind die letzten zwei Puzzleteile durch Banjo zu erreichen. In seiner normalen Form. Und zwar beide im Gerudo Valley, also im Tal. So, deswegen, ich werde mich jetzt mal kurz hier hinten in dem Fass zurückverwandeln. Oder in der Vase, Urne. So, rein damit. Magic run out. Let's go. So, beautiful. Das Beste ist ja, wir haben schon alle Jinjos und alle Noten. Das heißt, auch wenn wir verkacken sollten, egal. Ich habe jetzt übrigens gelernt, dass man die auch so besiegen kann. Easy. Normalerweise haben wir das immer mit der Feder gemacht, aber so kann man die natürlich auch easy besiegen und kriegt dafür auch noch ein Leben zurück. Sehr, sehr schön. So, also. Man kann hier auf jeden Fall in dem Zelt sich einen Hinweis holen. Wenn man hier hinten hinter die Kiste guckt, sieht man nämlich, dass der nette Kerl da einmal in die Luft springt. Und da bekommt man quasi den entscheidenden Hinweis für das eine Puzzleteil. Und das andere, ja, da muss man... Man hätte drauf kommen können. Ich bin's halt nicht. Aber... Also wir wissen ja, dass das eine Puzzleteil unter der Ranke da ist. Und man da leider ein bisschen doof fallen muss, um da in dem Fall diese Pflanze zu zerstören, diese Ranke. Und zwar einfach so. Zack. Ja, kann man drauf kommen. Muss man halt aber nicht, ne? Okay. So kriegt man das Ding auf jeden Fall. Und das andere, da müssen wir jetzt quasi mal dem Pfad auf dem Bild folgen. Und zwar... Ich weiß gar nicht, reicht das schon? Sollte reichen. War das ja quasi hier auf dem Bild und dann hat der hier einfach eine Sprungattacke gemacht. Dann erscheint da oben nämlich... eine... ja, eine Flugplattform. So, die wir natürlich ausnutzen. Um nach da oben zu kommen. Und dann hier das letzte entscheidende Puzzleteil einzusammeln. Was sich nämlich hinter dem Geröll oben am Wasserfall befindet. So, und damit haben wir es nämlich dann auch geschafft. Hier ist nämlich ein Fels, der von der Textur aus anders sieht, aussieht. Und man dementsprechend auch so zerstören kann. Und da ist das letzte Puzzle dahinter. Und damit haben wir auch dieses Level komplett abgeschlossen. Geil. Ich freue mich. Ich freue mich. Schön. Hi. Zeitbombe. Jo, ich würde sagen, auf geht's ins nächste Level. Die Frage ist halt nur, was ist das nächste Level? Äh...
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben ja mittlerweile, glaube ich, 800 Noten. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo schon was gesehen hatten, womit wir mal sowas öffnen konnten. Ich meine, alternativ, wir haben auch immer noch die Lon-Lon-Farm quasi offen, wo wir auch noch ein paar Puzzleteile sammeln müssen und Jinjos und etc. pp. Good job. Danke. Bam, Alter. So. Hi, Kumpel. Zack, und weg mit dir. So. Es ist Nacht. Was können wir tun? Eier sammeln. Eier sammeln ist immer gut. Eier und Federn. Mittlerweile haben wir ja nicht mehr so viele. So, Leute, was können wir machen? Ist hier unten noch irgendwas? Gab es hier unten irgendwo eine Tür oder sowas? Ich weiß, es gab in der Zitadelle der Zeit auf jeden Fall noch sowas. Und im Maskenladen gab es Bilder mit Hinweisen. Je nachdem, wie viele Noten man hatte. Da könnte man vielleicht nochmal hingehen. Ich weiß aber nicht mehr, wie viele Noten man da gebraucht hat. Kann auch sein, dass ich damit das Level schon abschließen kann. Ich weiß nämlich auch nicht, wo der Boss quasi stattfindet. Der Final Boss. Das ist die Frage der Fragen. Kokiri-Wald war ja auch nichts mehr. Im Kokiri-Wald kann ich mich porten, ne? In die ganzen Welten. Das ist quasi ja das große Haupttor. Castletown, Kakariko. Aber mir fällt halt jetzt auch gerade nichts weiter ein, was ich noch machen könnte. Also ist halt wirklich jetzt vielleicht das Level noch? Ich will halt jetzt auch nicht voreilig irgendwie das Spiel abschließen. Ja, wie gesagt, wir haben halt das da, ne? Da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Einerseits Jinjos fangen. Andererseits das komische Ding da mit dem Turm. Mit dem Turm und in den Wasserbottich reinspringen. Da ist auf jeden Fall auch ein Puzzleteil drin. Aber theoretisch habt ihr mir mal erzählt, dass man hier wohl ziemlich cool eigentlich noch hochjumpen kann und da auch noch ein Rätsel ist, was man lösen kann. So, die Frage ist, ich höre hier auf jeden Fall Jinjo, aber ihr meintet, hier ist irgendwas Grünes. Und man kann hier höher springen, aber hier ist überhaupt nichts Grünes. Oder ist es auf der anderen Seite? Da muss ich nochmal gucken gehen. Ah, okay, hier ist was Grünes. Verstehe. Hab ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Okay. Bin ich mal gespannt, wie hoch ich hier komme. Shit, was mache ich denn damit? Was soll ich damit machen? Also sorry, ich bin... Hä? Scheiße. Okay, verstehe. Boah, das ist ja... Boah. Da hast du diesen Weg nach oben und dann sollst du da quasi in Freitod springen. Gott, ey. Na gut, versuchen wir nochmal unser Glück. Ah. Schöne Musik. Beautiful. Ah. Mann, das war knapp.
Okay, jetzt muss ich warten, bis es abgelaufen ist. So, da ist auch der Jinjo. Das heißt, ich muss das zweimal machen, oder? Da oben ist bestimmt ein Puzzleteil drauf. Dü. Okay, wenn ich ganz gut bin, muss ich das vielleicht auch nur einmal machen. Ach nö. Meine Fresse. So, hier wird auch einem nichts vergönnt, ey. Okay, ein weiteres Puzzleteil. Nummer 4. Quasi in dieser vollen Welt. Ich hasse diese Welt. Okay. Und wenn wir jetzt ganz vorsichtig sind, müssen wir das auch nicht nochmal machen. Die Sache ist aber nur, wenn... So. Wunderbar. Gut, da haben wir hier den Jinjo. Und es gab ja hier auch den Hinweis, dass irgendwie ein Jinjo geflohen war, ne? Da erinnere ich mich ganz düster dran. So, die ganzen Fragen, die ganze Sache ist jetzt halt... Da war ein Puzzleteil drin, ne? Das ist für mich jetzt nicht relevant mehr. Aber es gab hier, glaube ich, auch irgendwo noch Jinjos in den Kisten. Hier sind Schuhe drin. Hi. Ja, da ist ein Jinjo, Nummer 2. So, da musste ich auf jeden Fall aufs Dach steigen. Dafür gibt es hier halt keine Noten zu sammeln. Na toll. So. Shit, ey. Ja, ja. So, okay, das hat geklappt. Düdüdü. Und hier ist da Nummer 3 drinne. Und Nummer 4. War, glaube ich, da hinten, oder? Kann das sein? Hä? Ah, es kann sein, dass ich das geholt hatte und gespeichert hatte und irgendwie vergessen hatte, dass ich das noch holen muss. Weil wir hatten das, glaube ich, schon mal geholt, das Puzzleteil, oder? Ich glaube schon. Ich bin mir gerade aber auch nicht mehr so sicher. Okay. Dü. So, da hinten könnte man sich einen Schädel holen. Wenn ich schlau wäre und wüsste, wie man da hochkommt. Hi. Gute Jahrmarktfee. Was hattest du hier nochmal für Hinweise? 10 Jiggies are located in Hyrule. 7 are in this park. As for the other 3, why not visit Bottles Museum and get some Heinz. Okay. Wir haben jetzt 6 Stück. Ne, 5 Stück. I'm pretty sure I saw a Jinjo leaving the carnival. Okay. Einer ist irgendwo hier rausgegangen. Sag mal den dritten Hinweis. Somewhere a map of Bottles Maze. Okay, das haben wir schon. Das Maze haben wir schon beendet, also das Labyrinth. Aber irgendwo ist ein Jinjo quasi abgehauen hier vom Park. Das würde ja eigentlich passen. Ne, wenn wir das von den Jinjos noch bekommen, dann haben wir 6 Puzzleteile. Und dann müssen wir uns quasi von diesem Turm diven und müssen in dem Wasserfass landen, dann haben wir 7 Puzzleteile. Das würde eigentlich passen. Und dann müssten wir noch die 3 anderen irgendwo in Hyrule finden. Aber so an sich würde es passen. Wir müssen dann nur noch gucken, wo es halt den letzten Jinjo außerhalb gibt. Das scheint ja alles zusammenzugehören hier. Dü. Hier hinter was? Nö.
Schade. Frage ist halt, was heißt denn, die haben gesehen, wie er den Park verlassen hat. Karneval. I'm pretty sure I see Wan Jinju leave the Karneval. Karneval. Hm. Also mir fehlen ja sowieso aktuell noch zwei. Die Musik ist auch so gut. Gefällt mir. Ich glaube, der andere war oben auf der... Ja, der andere war oben auf der Achterbahn. Achterbahn. Bam, Alter. So. Ja. Und das hier mache ich dann erst, wenn ich den letzten Jinju gefunden habe. Weil wenn ich sonst wieder sterbe, dann kann ich die wieder suchen. Das machen wir nicht. Da will ich erst die Jinjus finden. Aua. Zack. Okay, ich muss aber erstmal wieder da oben drauf kommen. Und dann hole ich mir den einen Jinju auf der Achterbahn noch. Und dann müssen wir mal gucken, wo der Jinju hin ist, der diesen Ort verlassen hat. Out of order. So, der ist auf jeden Fall da oben. Ja, das heißt, ich kann... Shit, ich Idiot. Ich bin doch doof. Dü. So. Dann laufen wir hier nochmal schnell eine Runde. Dü. Ein Geist. So. Okay. Dann haben wir den Jinju. Na gut, das mit dem Liefen, ne, das könnte halt auch alles bedeuten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der vielleicht auch einfach hier über die Mauer gehüpft ist. Kommt man da vielleicht irgendwie auf das Zelt drauf? Gute Frage. Guck mal, wenn ich den hier mache, komme ich da hoch? Nee, leider nicht. Nee, leider gar nicht. Schade. Hätte ich mir irgendwie vorstellen können, dass man da vielleicht aufs Zelt drauf kann und dann muss man... Obwohl das hier ja auch irgendwie verdächtig aussieht. Nein. Aber man kann so ein bisschen hinter die Wand gucken. Aber ich glaube, da ist wirklich nichts. Okay. Hätte ja sein können. So, ich hoffe halt wirklich, wenn ich jetzt den Karneval verlasse, dass ich dann nicht alles verliere. Sondern Hyrule gehört ja mit zusammen, ne? So habe ich das jetzt verstanden zumindest. Das heißt, irgendwo oder hier ist halt irgendwo noch einer versteckt. Lost Shield Point. Mario. Aber hier ist ja erstmal nichts weiter drin. Nö, steht aber auch nicht, dass ich irgendwas verliere, wenn ich hier irgendwas verlasse. Dementsprechend kann das schon sein, dass hier halt irgendwo noch ein Jinju rumhängt. Frage ist halt wo. Ja, okay. Das bleibt offen. Ein Jinju, ja. Wo hat der sich verkrochen? Das ist jetzt halt das große Mysterium, was wir lüften müssen. Wo würde ich mich verkriechen, wenn ich ein Jinju wäre? Also ich habe mich ja jetzt hier mittlerweile schon öfter mal ein bisschen umgeguckt. Und hatte eigentlich nie irgendwo einen Jinju gesehen. Deswegen, der muss schon echt gut versteckt sein, glaube ich. Weiß halt auch nicht, wo... Wo würde man denn hingehen?
Ich kann ja hier auch die Bäume hochklettern, oder? Ja. Die Musik ist echt cool. Kann ich den Baum auch hochklettern? Nee, den kann ich nicht hochklettern. Ja, Leute, der Part ist auf jeden Fall wieder rum. Leider. So, da oben haben wir halt auch... Aber ich höre da auch keinen Help rufen oder so. Okay, hier sehe ich jetzt erstmal nichts weiter. Aber allgemein, hier muss es ja auch noch 3 Puzzleteile geben irgendwo, ne? Also hier muss es halt echt noch ein bisschen Stuff geben. Ich bin echt gespannt. So, hier war ja auch nichts. Doch, da guck mal. Da geht's runter. Wir haben zwar schon ein bisschen Überlänge, aber ich gehe trotzdem... Ja, da ist er! Geil! Schön! Geilo! Und Nummer 6. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt dazu zählt oder nicht. Aber theoretisch muss es ja, ne? Das zählt jetzt bestimmt mit dazu. So, hier waren wir auch noch nicht. Cool. Fledermaus. Ah doch, hier waren wir schon. Alles klar, gut, dann haben wir ihn gefunden. Sehr schön. Ja, dann haben wir den Karneval mit den Jinjos auch abgeschlossen. Das heißt, dann muss ich theoretisch muss ich nur noch den von dem Wassereimer finden. Oder den Wassersprungturm, keine Ahnung. Und dann, also das Puzzleteil vom Wassersprungturm und dann sind wir da fertig. Theoretisch. Und dann muss es noch 3 Stück hier in der Welt geben. Ich bin gespannt. Gut, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zu Jiggies of Time. Tschüssi.